Hä? Ja, in der Schule ist Sex ungenügend. Nur ein Dreier ist befriedigend. Naja. Ich weiß, dass der nicht gut ist. Das müsst ihr jetzt nicht in die Kommentare schreiben, aber ich dachte mir so, ich will euch nochmal in meinem Privatleben etwas teilhaben lassen. Und so die schlechten Witze, die ich auch so offscreen immer mache, offline, in real life, ganz nerdy ausgedrückt. Und es sieht gar nicht so schlecht aus. Diesmal haben wir keinen beeil dich bekommen. Perfekt. Hui. Och Mensch, Kacke. Hirn, Mensch. Mensch. Jetzt nicht mit der Konzentration nachlassen. Ich muss nur mal kurz gucken, wie viel Uhr. Wir haben 19.33 Uhr. Ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich noch aufnehme. Also. Mal sehen, wie lange ich noch recorde. Ah, vielleicht kriege ich das Spiel heute wirklich noch durch. Das wäre natürlich nice. Ziemlich epic wäre das. Dann hätte ich das von der Backe. Dann müsste ich es nur noch hochladen. Und dann wäre es auch schon abgehakt. Und ich glaube, nach Need for Speed werde ich erstmal noch keinen Nachfolger festlegen als LP. Ich würde halt, ja, wie soll ich sagen, erstmal San Andreas nur weitermachen, dafür intensiver. Und dafür dann versuchen, jeden Tag GTA San Andreas, GTA 4 und Battlefield hochzuladen. Das wäre natürlich auch ziemlich geil. Aber da werden wir mal sehen, wie es läuft, wie es wird. Wie ich es machen werde, das steht ja alles noch nicht fest. So, voll so. Nö. Und ich habe mir übrigens jetzt eine SSD bestellt. Ich habe sie mir heute bestellt, dass vielleicht kommt sie morgen schon, eher übermorgen, Samstag. Heute ist übrigens, der Aufnahmetag ist der, boah, ich muss auf meine Tastatur gucken, 30. August. Der 30. August. Und, ja, das heißt, dass ihr so ein bisschen Gefühl habt, wann, von welchem Datum ich hier rede. Das heißt, vielleicht morgen am 31., wenn es diesen Monat ein, morgen ist Freitag, morgen da. Doch, morgen ist der 31. Das heißt, am 31. oder am 2. und am 32. genau. Am 31. oder am 9. Mein Gott. Am 31. August oder am 1. September. So, ist die SSD dann da? Oder aber doch erst am 3. September, am Montag? Ich weiß es noch nicht. Aber ich meine, wenn das Video oben ist, habe ich die SSD wahrscheinlich schon seit 2 Wochen. Oder seit ein paar Tagen halt. Und das wird dann ziemlich geil. Dann habe ich mehr Platz zum Aufnehmen und kann auch mal an einem Tag 3 verschiedene LPs aufnehmen und nicht nur ein verschiedenes LP. Ein verschiedenes LP. Weil das kotzt mich immer ziemlich an, wenn ich dann jeden Tag, wenn ich dann nur ein Spiel am Tag aufnehmen kann, weil wenn ich 2 verschiedene Spiele am Tag aufnehmen wollen würde, dann müsste ich nur so immer so vielleicht einen Part aufnehmen. Das wäre ja auch kacke, das wäre blöd. Schwachsinn. Das wäre scheiße, Mann, finde ich jetzt. Da, ja, wenn ich die SSD habe, dann habe ich halt einmal die 120 GB SSD, wo ich dann halt so, so wie ich vermute, erstmal Windows drauf klatscht, natürlich. Dann noch meine Render- und Aufnahmeprogramme. Und dann wahrscheinlich werde ich noch die Spiele rauf auf die SSD raufhauen, die ich auch LP'e. Zum Beispiel Battlefield werde ich drauf klatschen. Vielleicht auch GTA San Andreas. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Ja, und dann
habe ich die 1 TB-Platte für sonst meine Spiele und meine Programme und ja, für die Videos halt eben. Wir werden sehen, vielleicht kaufe ich mir auch noch eine andere Festplatte, eine andere HDD zum für meine Aufnahmen. Ich weiß es noch nicht, man wird sehen. Ja, dann wird mir der Platz auf jeden Fall nicht mehr so schnell ausgehen. Und ich kann auch in Full HD unten mit ein bisschen mehr FPS aufnehmen und nicht nur mit dem popligen 30 oder 35, wie ich es bisher machte. Weil, ja, 40 FPS oder 60 FPS, vor allem im Battlefield, wäre halt eben schon mal nice, wenn ich die da hätte. Wäre schon gut, so finde ich. Das wäre nice. Aber ich weiß halt eben auch nicht, inwiefern die Geschwindigkeit meiner Spiele durch die SSD beeinflusst oder ja, verbessert oder verschlechtert wird, weil meine Theorie ist halt, dass Windows, das im Hintergrund läuft, ja natürlich relativ viel Leistung verbraucht, denke ich mal. Von daher, Windows läuft auf einer SSD auf jeden Fall schneller und auch stabiler. Wobei, stabil läuft mit Windows 7 eigentlich immer, aber ich meine, auf jeden Fall mal viel, viel schneller. Allerdings ist jetzt auch die Frage, ja, keine Ahnung, ich meine, Windows läuft schneller, es bootet schneller, es liest und schreibt schneller. Heißt aber lange nicht, dass die Grafikkarte deshalb die Darstellung von Windows schneller darstellen kann. Das ist ja nicht gesagt so. Von daher weiß ich nicht, ob ich da mehr FPS oder weniger FPS oder auch gleichbleibende FPS kriege. Oder ob ich mit mehr oder weniger FPS aufnehmen kann. Das weiß ich alles nicht. Aber man wird es dann irgendwann mal sehen. Wäre auf jeden Fall mal ziemlich, ziemlich nice. Also es würde mich auf jeden Fall mal freuen. Und ja, von daher wäre schon geil. Finde ich so, muss ich sagen. So, voll so, ne? Wäre cool auf jeden Fall. Aber selbst wenn die Leistung nicht verbessert wird, immerhin, ich habe eine SSD, Windows fährt schneller hoch. Und ich kann dann von mir sagen, ich habe eine SSD. Geil, oder? Das ist der einzigste Grund, warum ich mir eine SSD kaufe. Nur damit ich sagen kann, ich habe eine SSD. Nein, Quatsch, natürlich nicht, aber ist halt schon eine feine Sache und das kann auch nicht unbedingt jeder von sich behaupten. Wobei eigentlich die meisten Zocker oder die meisten PCler sich eh schon eine SSD gekauft haben. Aber ja, jetzt habe ich auch endlich mal aufgerüstet auf eine SSD. Dann in 2 Monaten, glaube ich, 2 oder 3 oder vielleicht auch erst in 4 Monaten, werde ich dann anfangen, meinen Computer ein bisschen aufzurüsten. Also, ich habe ein bisschen nachgedacht und ich muss sagen, wenn ich erstmal ein paar Monate gearbeitet habe, so wenn ich 2, 1, 2, 3 Monate gearbeitet habe und erstmal richtig erlebt habe, wie lange man eigentlich für sein Geld schuften muss, dass ich dann sage, hey, Moment mal, das wäre Schwachsinn, alles nur in den PC zu investieren, wo ich eh fast nicht mehr dran sitze. Ich meine, mein PC ist ja so, wie er jetzt ist, eigentlich schon gut genug. Ich meine, ein i7 2600 ist gut, ne, GTX 580 ist auf jeden Fall auch nicht von schlechten Eltern. 16 GB RAM reichen auch noch gut aus, also von daher ist er eigentlich schon gut genug. Aber es geht mir halt nur darum, dass ich von mir sagen kann, so, ja, ich habe voll den übertriebenen, krassen Ultra NASA PC, aber das ist ja eigentlich hier auch mal nicht so wichtig, wie gut mein PC ist oder wie NASA-mäßig der ist. Ich meine, ich kann bisher fast alles auf Full HD und Ultra zocken. Ich meine, Battlefield jetzt nicht, ist klar, geht nur auf hoch. Es geht zwar auf Ultra, aber dann habe ich halt nur noch circa 35 bis 80 FPS. Also, wenn echt mal ich hier mal, wenn zu viel explodiert, dann sackt die FPS gerne mal auf 30 oder auch mal auf 25 ab. Das dauert dann zwar nicht lang, das sind ein paar Sekunden, aber es nervt halt doch ziemlich. Aber naja, ich kann ja mal Battlefield einfach mal in Full HD aufnehmen, dass ihr das mal seht. Nicht in Full HD, in Ultra aufnehmen, dass ihr mal seht, wie das ist. Weil so schlecht ist es auch wieder nicht so. Also, Performance ist okay. Also fürs Aufnehmen ist die Performance okay, weil fürs Aufnehmen habe ich ja 30 FPS fest eingestellt. Und wenn ich die 30 FPS eingestellt habe, dann was wollte ich sagen?
Ach ja, wenn ich 30 FPS eingestellt habe, dann läuft es immer mit 30 FPS, außer wenn zu viel explodiert. Aber wenn ich ohne Aufnahme spiele, dann sackt es manchmal von 50 auf 30 FPS runter. Wenn ich die ganze Zeit mit 30 FPS spiele, muss ich sagen, dass mir die Spiele flüssig genug vorkommen. Wenn ich aber immer mit 50, 60, 70, 80 FPS spiele und es dann auf einmal auf 30 kurz absackt, dann kommt einem das wie ein ziemlich krasser Ruckler vor. Es klingt unglaublich, aber es ist wirklich so. Es kommt einem krass ruckelig vor. Meine Mutter sagt, ich spinne. Andere sagen so, hey, ich kann dich voll verstehen und so. Aber man muss sagen, die Eltern, die haben sowieso keine Ahnung von Videospielen. Also, die sind jetzt nicht unbedingt so die, die hier die übel krassen Actionspiele mit Hunderten von FPS spielen. Die sind halt so die Wimmelbildspieler, wo man da in so einem total unordentlichen Zimmer irgendwelche Gegenstände suchen muss. Und dann kann man Gehstock mit einem Handschuh verbinden, um irgendwie irgendwas zu machen und was weiß ich nicht alles. So Kackspiele halt. So von à la Playa Games oder wie der Kack auch halt. Big Fish heißt es auch, oder? Big Fish, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, was ich meine. So ein Kack halt einfach. So sowas, was ich niemals spielen würde, weil es mir einfach viel zu blöd ist. Aber gut, denen gefällt's. Ich meine, toll. Ich meine, war ja nicht breit genug der Eingang hier oder so. Ja gut, aber ich meine, ich finde, jeder sollte spielen, was ihm gefällt, was ihm Spaß macht, weil sonst muss er es einfach nicht spielen, wenn es ihm keinen Spaß macht. Und dann spielt man es in der Regel auch nicht. So. Boah. Außer ich mit Battlefield, das macht mir eigentlich auch keinen Spaß. XD. Lol, auf Kupter. Naja, also ich muss sagen, Battlefield ist so ein Sonderfall. Also es ist ein geiles Spiel und es kann auch echt spaßig sein, aber erstmal mit meinem Geflame und dann auch noch mit meinen Kack-HDs manchmal, also Hauptsache wegen dem Flame, macht es dann halt eben keinen Spaß, weil ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall befürchte ich irgendwie so langsam wirklich, dass ich irgendwie Tourette oder sowas hab, weil ich meine, ich sterb und sofort bin ich schon am, habe ich schon einen Chat geöffnet, dann realisiere ich, Moment mal, so schlimm war es ja gar nicht, Chat wieder raus. Aber manchmal ist es dann so, ich sterb, Chat auf Wacker, bums, fertig. In 0,2 Sekunden. Oh oh. Alter, der hat mich überholt. Geh weg. What the fuck? Ich bin Zweiter. ETF. Jetzt hoffen wir mal bloß, ich überhole den noch. Nein. Oh. Pff. Nein. Oh Mann. Kacke. 3 Minuten hat der Kack gedauert. Boah, So. Mann. 1-0. Gut, dann mache ich den Käse halt nochmal. Der ganze Spaß nochmal von vorne und bleibt da hängen. Nope. Wofür kommt da? Los. Penner. Verdammt. Kacke. Außerdem habe ich mir eventuell auch überlegt, mir irgendwie nächstes Jahr oder so, wenn ich ein bisschen mehr Abonnenten habe und wenn sich die Investition auch gescheit lohnt, sag ich mal, eventuell irgendwann nochmal einen großen Membraner zu holen zum Aufnehmen. Das wäre natürlich auch mal nice. Aber ist auch nicht unbedingt so billig, so ein großer Membraner. Kostet eben halt auch mal 70 oder 100 oder 200 Euro. Ich meine, an sich, das könnte ich schon aufbringen, also es wäre kein Ding, das könnte ich schon mal schnell kaufen, aber ich weiß nicht, es lohnt sich irgendwie noch nicht und ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen, mit so einem Großmembraner aufzunehmen und so einen riesen fetten Oschi vor der Fresse zu haben beim Zocken. Das denke ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zack, toll. Ja, wir sind Erster und wir haben auch einen winzigen Vorsprung, aber es reicht. Es reicht, um zu gewinnen, wenn der Vorsprung den hält bis zum Ende. Oh Gott! So, und diesmal kommen die Bullen halt schon früher, mein Handy klingelt und deswegen gibt es jetzt einen kleinen Schnitt und ich gehe ran. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar, gibt es jetzt einfach bei uns Essen. Aber mein Stiefvater wollte mir nichts von seiner halben Lasagne abgeben und da habe ich einfach gesagt, ich habe keinen Hunger und habe mir meinen Vanillepudding mit Schokosoße einfach mit nach oben genommen. Ich bin nämlich ein gewieftes Kerlchen. Aber Essen und Rennen fahren ist, glaube ich, nicht so gut. Vor allem hört man das wahrscheinlich wieder unglaublich krass in der Aufnahme. Oh, Kacke. Oh, verfickt nochmal.
verfickt und zugewichst. Verdammt. Och Mann, ey. Oh, nee, nee. Ich gewinne das Rennen ganz bestimmt. Ich kann immer noch ganz kurz auf den Pudding gucken, um den rauszulöffeln. Hier wegen Aufnahme und so. Voll behindert. Oh Gott, das wird nichts, Mann. Ich höre jetzt auf, Pudding zu essen. Mein Gott. Ich riskiere hier meinen Sieg, meinen Triumph. Nur für so einen dämlichen Pudding.